Heimspiel gegen Arsenal, ja, und gegen Arsenal, da könnte es wieder ganz schwer werden. Arsenal befindet sich ja auch eigentlich in einer guten Verfassung, ja. Bielik wird in dieser Partie aussetzen. Grund die Fitness hat er ja auch im Cup jetzt gegen Nottingham Forest gespielt. Ja, wir sind mittlerweile schon wieder mal im Dezember, ja, wo es jetzt auch noch packend und spannend wird, natürlich. Immerhin haben wir jetzt bald schon die erste Saisonhälfte abgeschlossen. Und das wird dann natürlich auch spannend. Wo wir stehen, derzeit eben an 15. Stelle, nicht weit entfernt vom Abstieg. Und genau das gilt es hier wiederum zu widerrufen. Erster Eckball. Na, warte. Son. Und das ist Ferreira. Asano. Eleni, Cocker, Asano, Lenz. Befindet sich derzeit, muss man sagen, in guter Form eigentlich. Unentschieden gegen Chelsea, damit erst das zweite Team, das einen Punkteverlust gegen ihnen gemacht hat. Und dann noch natürlich der Sieg im Old Trafford. Und eben zu guter Letzt jetzt das Weiterkommen ins Halbfinale. Jenny. Hier geht nirgendwo hin, ja. Markovic. Elaini. Danny Welbeck. Ist jetzt eher ein Mittelfeldgeplänkel. Keine Chancen auf den Seiten hier. Erklärt, macht eine gute Ersatzpartie bislang stabilig. Und das schon auch jetzt gerade richtig. Das hat Song gut gemacht, hat gleich nachgegangen. Oh. Aber das hat er nicht so gut gemacht. Und da ist jetzt das Tor offen für Asano.
Ja. Und Ballet Sianga vor Williams hier an den Kopf vollkommen. Und Fährmann. Wilhelm Schuster gehalten. Das ist Meier. Und das ist dann 0:0 zur Halbzeit einmal hier. Sehr gut erspielt bislang. Dieses 0:0 in einem sehr, sehr Mittelfeld geprägten Spiel, ein ausgeglichenes Spiel. Es hat noch keine richtige Chance, also jetzt gute, richtig gute, gefährliche Chance gegeben. Der Schuss von Williams war okay. Jetzt. Williams und das drin! Exeter führt hier gegen Arsenal durch Williams und endlich wieder mal er. Wurde Zeit, dass unser Topscorer hier eine Antwort gibt auf das, was Sonnen macht. Letzte Zeit. Wichtige Treffer und daher ist wichtig. Lasst da den Verteidiger stehen und haut dann drauf in die Latte. Ball springt raus, kurz. Verdacht vielleicht auf kein Tor, aber war doch dann ganz klar hinter der Linie. Ich hätte das jetzt nicht gesehen mit dem Auge, habe darauf jetzt gar nicht geachtet, wie der Ball aufgesprungen ist. Haben nur gesehen, dass er wieder rausspringt und war tatsächlich drin, das Ding. Da hat seiner jetzt mit Garnier ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Nummer 44. Uliabli ist jetzt schon hat zweimal nicht schlecht ausgesehen gegen Garnier. Barrett kommt. Das gibt's nicht. Baker auch jetzt mit dem Fehler. Und Xhaka. Ja, nächster Aufwechsel hier raus jetzt. Oh mein Gott. What's this? What's wrong with the Baker.
Nicht so hart, aber nicht auch ganz fair gewesen hier. Das ist wichtig, was der jetzt macht. Bird. Ruhe bewahren und mit einem Doppelpass bei Wayback vorbei. Und nochmal Ludwig. Ferreira. Dass Fährmann den noch mal auslässt. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Na gut, das war's. Ja, das soll ich sagen.